Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute traden wir mal wieder auf CS Money. Der Grund deshalb ist, weil mein CSGO Inventar schon wieder voll ist. Und ich brauche aber Platz für die Skins für den Adventskalender. Dadurch dachte ich mir, ich trade mal wieder auf CS Money und mache dazu ein Video. Und erkläre mal wieder so grob, um was es geht. Okay, CS Money ist einfach eine Trading-Website, wo ihr eure Skins, die ihr zum Beispiel nicht braucht, gegen höhere Skins oder gegen andere Skins am Traden könnt. Also dem Prinzip von einer Trading-Website sollte ja schon, denke ich mal, jeder kennen. Und das Besondere hier ist, dass man auch ein Guthaben hinzufügen kann, beziehungsweise aufladen kann und sich dann Skins auch kaufen kann, wenn man will. Beziehungsweise wenn man dann manche Skins auswählt, die will man wegtraden, aber dann hat man vielleicht einen bestimmten Skin, den man nicht, also mit dem es sich preislich nicht ausgeht, aber man will seine Play-Skins nicht hergeben, kann man hier halt dann noch ein paar Dollar hinzufügen. Momentan gibt es hier so eine Aktion, wenn man jetzt ein Guthaben hinzufügt, bekommt man 35% noch oben drauf. Sprich, wenn ich hier jetzt, sage ich mal, 100 Dollar auswähle, bekomme ich noch 35 Dollar geschenkt. Die Prozente zum Traden stehen hier unten alle. Und wenn man dann noch CS Money, also CS.money in den Steam-Namen reinschreibt, hat man dann noch 2% extra Bonus. Und wieso ist das jetzt? Macht das weg. Bekommt man dann noch 2% extra drauf. Hier unten hat man dann noch ein paar Statistiken, wer wann wie was getradet und was wie viel. Boah, das interessiert ja keinen. Gut, ich werde jetzt heute meine ganzen Blue Skins und Purple Skins, also die ganzen Low Shit nenne ich den mal, was ich jetzt durch die Case Openings ziehe immer, bei zum Beispiel Road to Knife Unboxing und Road to Glove, werde ich jetzt einmal alle auswählen und ja, dann gucken wir mal, auf was für eine Summe ich hier komme. So Jungs, ich habe mich hier jetzt mal die ganzen Blue Skins und manche Purple Skins halt ausgewählt. Insgesamt komme ich hier auf 92 Dollar und 36 Cent. Was eigentlich schon echt viel ist, hätte ich nicht gedacht. Aber ich werde hier mir gleich dann Knife rauscashen. Und mal gucken, vielleicht finde ich das sogar eins gleich für den Adventskalender. Für den 24. Weil da werde ich heuer auch wieder Knife raushauen, aber mal gucken. Wie weit geht es hier denn runter, bitte? Gut Knife Freehand in Factory New um 80 Dollar. Das finde ich ist ein recht guter Preis. Wie viele Peter 50s sind hier denn? Gut, also ich habe jetzt 12 Dollar ungefähr noch Spiel. Da werde ich auf jeden Fall keine Peter 50 auscashen. Was haben wir hier denn Schönes? Im Prinzip ärgerlich. Warte mal, ich mache das jetzt anders. Ich probiere einfach mal den Auto-Select. Gut. Komm hier genau auf... Ja gut, den einen Cent ist mir eigentlich Wayne. Handelsangebot schicken. Aber das 92 Dollar ist schon viel für Angebot senden. Wieso sendest du mein Angebot nicht? Und da geht es ja auch. Also... Wenn viel Verkehr ist und ihr nicht warten wollt, dann müsst ihr einfach gucken, ob das Item nochmal vorhanden ist. Und wählt es dann über diesen, wenn das Item halt auf einem anderen Bot liegt. Und wenn es halt dieser bestimmte eine Skin sein muss, den ihr unbedingt haben wollt, dann ja, müsst ihr halt einfach warten. Weil, was ich da gesehen habe, sind da drinnen teilweise 16... Trades oder so, oder knapp 20 Trades über einen Bot pro Sekunde oder so. Keine Ahnung, was für eine Zeit jetzt. Weil gut, sind eine Menge Skins von mir. Und dafür bekomme ich jetzt das Scud Knife. Das Traden geht eigentlich schnell, wenn gerade ein Bot frei ist. Jetzt noch kurz auf Steam, zum Handy bestätigen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Website schon kennt, beziehungsweise ob ihr das andere Video von mir gesehen habt.
oder und also was ihr mir auch schreiben könnt, ist, ob ihr selber schon tradet, beziehungsweise oder ob ihr andere Webseiten zum, also Trading Sites benutzt. Weil es gibt ja auch verschiedene, es gibt zum Beispiel von Anomaly CS Offer, ist im Prinzip auch eine gute Seite, nur sie hat mit den Preisen sind, ist er da nicht so ganz. Ja, ich finde, also von den Preisen ist CS Money besser. Aber könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr noch andere Webseiten kennt, vielleicht auch bessere. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.